Das primäre Ziel der Impfung sollte sein, dass man an Corona nicht mehr erkrankt. Es gibt aber auch Hinweise, dass die Sterblichkeit reduziert wird. Also man kann noch leicht erkranken, aber die Sterblichkeit ist dann deutlich geringer und auch die Krankenhausaufenthalte werden reduziert. All das ist ein Indiz, dass dieser Impfstoff das Immunsystem trainiert hat und man die Erkrankung hoffentlich nicht mehr durchmachen muss. Das liegt zum einen natürlich an der höheren Impfstoffverfügbarkeit, die stetig steigt, aber auch an der RKI-Empfehlung, die bis letzte Woche galt, dass mit dem AstraZeneca-Impfstoff nur unter 65-Jährige geimpft werden sollen. Diese Empfehlung gibt es nicht mehr. Das legen Daten aus England und Schottland dar, dass die Impfung auch sehr gut bei den über 65-Jährigen wirkt. Letzte Woche sind dadurch natürlich auch viele Jüngere geimpft worden, aber auch Lehrerinnen, Lehrer, Erzieher, Erzieherinnen. Also der Impfstoff von AstraZeneca ist an und für sich sehr gut. Wir Deutschen waren mal wieder sehr gründlich. Wir haben in einer Studie festgestellt, dass die Daten der über 65-Jährigen noch nicht ausreichen und deswegen empfohlen, dass nur Jüngere geimpft werden sollen. Jetzt liegen aber die Daten auch für die über 65-Jährigen vor und da zeigt sich, dass die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff sicher ist, dass sie gut wirkt. 70-75% sind nach der Erstimpfung und 82-84% nach der Zweitimpfung sicher geschützt. Es ist also sehr schade, dass die Bevölkerung durch diese ursprünglichen Auswertungen verunsichert wurde. Wir haben in Deutschland mittlerweile 1 Million Impfdosen, die nicht verimpft werden, weil die Bevölkerung ein bisschen skeptisch ist. Und ich würde mir wünschen, dass diese Skepsis nachlässt. Die ist nicht angebracht. Man kann sich also ohne Sorgen impfen lassen. Im Prinzip treten bei jeder Impfung Nebenwirkungen auf. Und es ist eigentlich, ich könnte fast sagen, gewünscht. Es zeigt, dass der Körper sich, das Immunsystem sich mit dem Impfstoff auseinandersetzt. Ich beispielsweise habe nach meiner ersten Impfung gar nichts gespürt und war schon in Sorge, dass das gar kein Impfstoff war. Also gehen Sie davon aus, wenn Sie Schmerzen am Arm haben, wenn Sie leicht Schüttelfrost oder Fieber kriegen, Sie haben einen Impfstoff bekommen, der dann auch hoffentlich wirkt. Und wenn man die Impfstoffe vergleicht, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, so sind die Nebenwirkungen dieser drei Impfstoffe ziemlich identisch. In England, wo man AstraZeneca von Anfang an verimpft hat, hat man nicht mehr Nebenwirkungen feststellen können als wie bei den anderen beiden Impfstoffen. In Deutschland ist dieser Impfstoff ein bisschen in Verruf geraten. Man spricht da auch von einem Nocebo-Effekt. Das heißt, ist das Kind mal in den Brunnen gefallen, dann ist wirklich wieder schwer, da einiges gut zu machen. Und ich kann Ihnen nur versichern, die Nebenwirkungen sind nicht anders und nicht häufiger wie bei den anderen Impfstoffen. Muss ich registrieren über impfzentren.bayern oder über die Hotline. Ohne Registrierung gibt es keine Impfung. Für bettlägerige Patienten bieten wir mobile Teams an, die nach Hause kommen zur Impfung. Diese können sich über die Hotline, über E-Mail oder per Fax anmelden.